Deutschland will raus, Frankreich hingegen fängt gerade erst so richtig an. Die Atomkraft entzweit die beiden benachbarten Länder. Während die Bundesregierung den Ausstieg vollzieht, sollen in Frankreich bis zu 14 neue Kernkraftwerke gebaut werden. Und darüber hinaus wird auch die Laufzeit bestehender AKW über 50 Jahre hinaus verlängert. Ein Plan des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Die Grünen als Teil der deutschen Regierung sind mit dieser französischen Atomrenaissance nicht einverstanden. Thomas Leber berichtet. Den Ort für seine Ansprache hatte sich Präsident Macron ganz bewusst ausgesucht. Belfort, hier werden Turbinen für Atomkraftwerke gebaut. Hier kündigte er eine Renaissance der französischen Atomkraft an. Ich möchte 6 neue Druckwasserreaktoren bauen und Studien für den Bau 8 weiterer beginnen. Das bedeutet, Know-how im eigenen Land zu halten, unabhängiger von der Einfuhr fossiler Brennstoffe zu werden, die Kontrolle über unser Energieschicksal zurückzuerlangen. Dazu will Frankreich auch die EU einspannen. Sie soll unter bestimmten Bedingungen der Atomkraft ein Ökosiegel verpassen. So sollen Investoren, die auf Nachhaltigkeit setzen, gezielt in die Atomkraft gelockt werden. Der Schritt erfolgt inmitten der Besorgnis über den Anstieg der Energiepreise und die Abhängigkeit Frankreichs von globalen Gas- und Ölproduzenten. Darunter leidet auch Deutschland, doch ein Zurück zur Atomkraft ist mit den Grünen nicht zu machen. Das, was Frankreich im Moment macht, ist eine sehr planwirtschaftliche, gedeckelte Energieversorgung einer altmodischen Industrie. Die alten Atomkraftwerke müssen pro Atomkraftwerk mit ungefähr 2 Milliarden Euro renoviert werden. Und wenn man neue baut, dauert das alles 4-mal länger als geplant und die Kosten gehen in das Gigantische. Das dürfte Streit in der EU geben, denn während in Frankreich die Bevölkerung eher positiv zur Atomkraft steht, wird in Deutschland vor allem gegen die Kernkraft demonstriert.